Wir befinden uns hier auf der Promenade zwischen der Friedrichsgracht und der denkmalgeschützten Gartenanlage. Diese Promenade soll umgestaltet werden. Herr Kühne, was wird denn hier geschehen? Wir wollen an diesem Ort die Aufenthaltsqualität verbessern. Erste Angebote sind durch das Flussbad hier ja schon realisiert worden. Wir wollen perspektivisch dafür sorgen, wenn sich das Flussbad hier etablieren kann, dass man vom Garten zur Promenade und auch zum Wasser und umgekehrt kommen kann. Wir wollen uns auch mit den Schwierigkeiten an diesem Ort auseinandersetzen. Es ist eine begrenzte Fläche und Fußgänger, Radfahrer und diejenigen, die hier entspannen oder auch schwimmen wollen, die müssen gut miteinander zurechtkommen. Und deswegen müssen wir diese Situation hier räumlich sortieren und für alle Nutzer dann auch spezielle Vorkehrungen treffen. Nicht nur die Gestaltung der Promenade ist wichtig für die Atmosphäre, die hier entsteht, sondern ja auch die Gestaltung des Übergangs von der Promenade in den Garten. Wie das dann aussieht, hat ja einen großen Einfluss auf das Leben und die Begegnungen, die dort dann entstehen. Herr Kühne, was passiert denn mit dem Zaun, der jetzt zwischen Promenade und Garten steht? Wir haben im Moment ja einen provisorischen Zaun. Die ESMT hat ja hier einen Streifen des Gartens, dem Flussbad, zeitweise zur Verfügung gestellt. Und wenn diese Nutzungen, die heute hier schon improvisiert vorhanden sein sollen, dann wird es in Zukunft auch eine Trennung brauchen, wie man das auch von vielen Parkanlagen kennt. Der Garten der ESMT soll vor allem nachts geschlossen sein und es soll auch durch Torsituationen klargestellt werden, dass man in einen Bereich kommt, der eher ruhig und kontemplativ genutzt werden soll. Und deswegen ist die Frage, wo der Zaun steht, wie viel Raum dann am Ufer verbleibt und wie man ihn intensiv nutzen kann, ganz wichtig für die zukünftige Gestaltung. Wir haben drei Entwürfe, die auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Zaun umgehen, vor allem in Bezug der Stellung zum Gebäude und zur vorhandenen Baumreihe. Im Konzept A wird vorgeschlagen, dass der Zaun ähnlich wie heute in der Flucht des Staatsratsgebäudes stehen soll. Das heißt, von der Uferpromenade aus hinter den Bäumen. Dieses Konzept schlägt vor, dass es drei Eingänge gibt, zwei dicht beieinander an der Aufenthaltsfläche am Staatsratsgebäude und einen Zugang dann im südlichen Drittel des Geländes. Und für die Radfahrer soll es eine separate Spur geben, also eine Bahn, die etwas schmaler ist als der heutige Weg. Und für die Menschen, die sich hier aufhalten wollen, sind Bänke vorgesehen, direkt an den Bäumen, aber auch eine Bankreihe am Geländer in der Ufersituation. Das Konzept B schlägt vor, die Baumreihe dem Park, dem Garten der ESMT zuzuordnen, das heißt mit dem Zaun gleich hinter die Bäume vom Garten aus zu rücken und aber eine gute Verbindung zu schaffen dadurch, dass es an fünf Stellen möglich wäre, von der Promenade in den Garten zu kommen. Die Situation am Ufer ist als eine Art Mischverkehrsfläche gedacht. Das heißt, für die Radfahrer gibt es keine eigene Spur. Auf beiden Seiten des durchgehenden Weges gibt es Bänke. Und es wird vorgeschlagen, auch einzelne Bäume direkt ans Ufer zu rücken. Also insofern wird hier eine etwas andere Atmosphäre vorgeschlagen, als wir sie heute haben mit dieser straßenähnlichen Situation. Dann kommen wir jetzt zu Entwurf 3. Das Konzept C sieht die Baumreihe wieder als Teil der Promenade. Auch hier wird ein Zaun in die Flucht des Staatsratsgebäudes gerückt.
Und die Öffnungen sind reduziert als Verbindungen zu den beiden Hauptwegen, die am Gebäude und am südlichen Gartenrand das Gelände der ESMT erschließen. Die Radfahrer bekommen hier eine eigene, auch durch einen besonderen Belag erkennbare Bahn. Und für die Fußgänger ist an der Promenade an einer Stelle eine sehr lange Bank vorgesehen. Also es gibt etwas weniger Angebote zum Sitzen in diesem Konzept. Und wir sind jetzt gespannt auf Ihre Meinung zu den drei Entwürfen der Landschaftsarchitekten. Sie können sich ab dem 20. Juli und bis zum 9. August auf der Plattform mein.berlin.de beteiligen oder sich auf Wunsch das ganze Beteiligungspaket nach Hause schicken lassen und es dann auf Papier bearbeiten. Wir sind gespannt, was Ihre Meinung ist. Viel Spaß!